Es ist so schön, 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 beim SV Atlas zu sein. Wir lieben uns, 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 oftmals ein Stelligein. Ob es beim Spiel ist oder abends auch mal bei Bier und Korn, beim SV Atlas sind wir immer, immer in Form. Ja, wir sind natürlich hierher gekommen, um zumindest einen Punkt mitzunehmen, weil es uns leider nicht gelungen. Zwei fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen haben das Spiel letztendlich aus unserer Sicht entschieden. Einmal der Elfmeter kurz nach der Halbzeit für Atlas, war ein bisschen grenzwertig, fand ich. Und die Szene hier vorne, als Daniel Boateng gefoult wurde, habe ich im Strafraum gesehen, war natürlich ziemlich an der Linie. Aber wenn er Strafstoß gibt, dann muss er auch eine Karte ziehen, das hat er auch nicht gemacht. Also ein bisschen unter Wert geschlagen, nichtsdestotrotz Glückwunsch an Atlas und alles Gute, Boateng. Dankeschön. Ja, Ihr Fazit? Ja, ich sehe es nicht ganz so, sondern ich sehe es, dass wir einen verdienten Sieg eingefahren haben. Wir wussten um die Qualität von Nunsdorf, nicht nur aufgrund der aktuellen Form vor dem Spiel, sondern einfach auch von der Qualität, der individuellen Qualität des Kaders. Ich habe die 90 Minuten aber so gesehen, dass heute Qualität gegen Qualität gespielt hat, aber die Mentalität dann gewonnen hat. Und wir hatten von Anfang an die bessere Mentalität. Wir waren griffig, wir waren aggressiv in den Zweikämpfen. Das habe ich bei Wunsdorf anders erwartet und die haben das heute auch ein bisschen vermissen lassen. Das hat man auch von der Trainerbank aus gemerkt, haben frühzeitig alle Leute dann zum Warmmachen geschickt, waren nicht richtig in den Zweikämpfen, da waren wir besser und haben dann zur Halbzeit 1-0 geführt. Schöner Angriff, schön abgelegt von Marvin Osei auf Tom Schmidt. Und ich finde, vor allem in der zweiten Halbzeit, klar kann man über die Elfmeterentscheidungen diskutieren, aber wir sitzen draußen, der Schiedsrichter, Linienrichter haben den besseren Blick bei beiden Entscheidungen, das müssen wir so akzeptieren. Aber wenn ich den Verlauf der zweiten Halbzeit sehe, wir hatten ja noch eine Vielzahl von Chancen, wo wir das dritte, vielleicht auch das vierte Tor hätten machen können. Klar, und so kann ich mich jetzt an die Freistoßchance erinnern, die haben es probiert, aber ansonsten waren wir immer geordnet und standen gut und haben verdient aus meiner Sicht das Spiel gewonnen. Fragen von der Presse? Zu den Verletzten kannst du schon was dazu sagen? Köster hat, glaube ich, so ein bisschen eine Zerrung, hatte aus dem Spellespiel schon ein bisschen Probleme, konnte dann gut trainieren, deshalb haben wir ihn eingesetzt, haben ihn dann rausgenommen zur Halbzeit. Dennis Moy hat das 1:1 gut gelöst und Thomas Mudlu, glaube ich, hat einen Schlag abbekommen, die Nase ist gebrochen, also der wird jetzt auf jeden Fall erstmal ausfallen. Marvin war nichts Ernsteres, ne? War ja auch ein bisschen... Denke ich nicht, war auch so ein bisschen eine reine Vorsichtsmaßnahme, vielleicht war er auch schon müde. Also ich denke, da wird der nächste Woche wieder ganz normal sein. Ja. Was sagst du überhaupt zur Leistung von Marvin? Der hat sich ja am Anfang ein bisschen schwer getan, aber es war jetzt ein richtig cooles Spiel, fand ich, von ihm. Ja, wir hatten ja bisher schon oft festgestellt, wenn er als Joker reinkommt, dann liegt ihm das, dann zündet er, dann ist er schnell und gut im Spiel, wenn er in der Startelf ist. Hat er bisher immer ein bisschen Probleme gehabt. Heute war das ein bisschen ähnlich. Die ersten 20 Minuten sollte er eigentlich vorne als Neuner spielen. Das hat ihm dann nicht so gelegen und besser wurde es dann, als wir umgestellt haben. Tom Schmidt in die Spitze, der gut anläuft, der gute Läufe in die Tiefe hat. Und Marvin über außen mit Thomas Mudlu, das harmoniert gut. Und wenn Marvin Raum hat für das 1-gegen-1, dann ist er auch stärker. Und das hat er dann auch gut gemacht und gut mit eingebracht, vor allem auch in der zweiten Halbzeit. Hat er zwei, dreimal richtig gut vorbereitet, kann mich erinnern an den Kopfball von Moussa Kali. Einmal dann noch mit der Chance von Tom Schmidt, wo das Tor das 3-0 sein muss. Also das hat Marvin dann gut gemacht überhaupt. Also war eine gute Leistung. Hat sich gut reingekämpft. Ja. Okay, Herr Schmitz. Alles Gute für den Rest der Saison. Wir sehen uns ja am 22. April. Spiel sehen wir uns wieder. Schon wieder. Schönen guten Tag, Mannschaft. Dankeschön. Gute Abend, oder? Es ist so schön, 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 beim SV Atlas zu sein. Wir geben